Herzlichen Dank. Ja, Gott hat sich in uns offenbart. Schön, dass ihr den Text so gesungen habt. Danke, war wunderschön. Hallo Kinder. Gut, nächste Stunde. Wir arbeiten uns jetzt einfach systematisch da rein, bis wir da mitfließen können mit dem, was geschieht. Und ich sage es wieder, es ist eine weltumspannende Wirklichkeit, die jetzt am Geschehen ist. Das sind nicht Dinge, die von einem Ort ausgehen. Jesus sagte, wenn er wiederkommt, wird es sein wie der Blitz, der von Osten nach Westen geht und alles miteinander hell wird. Es kommt von allen Seiten, meint das. Man kann es aber auch, wenn es von allen Seiten kommt, immer noch nicht verstehen. Und auch das ist prophezeit, es werden immer noch genug sein, die es nicht begreifen und wiederum bekämpfen und als den Teufel selbst halten, was wir hier sprechen. Jetzt möchte ich dir über Jesus, den Quantensprung, sprechen. Das könntest du auch als ein Onoma von ihm bezeichnen oder als ein Name, ich sage jetzt das als Onoma. Jesus ist unser Quantensprung. Ich möchte einmal das Opfer Jesu im Licht der neuesten Quantenphysik oder Quantenerkenntnis erklären. Interessant ist nämlich, das ist ja das Bezeichnende, dass sein Kommen, sein Wirken, das jetzt weltweit am Wirken ist, nicht nur über die Religion kommt. Sie kommt genauso zeitgleich über die Wissenschaft, genauso zeitgleich über die Politik, über Bildung, über all die verschiedenen Sparten. Er kommt durch die Kultur, durch die Kunst und alles Mögliche gleichzeitig. Und ein typischer Ausdruck davon, dass er eben einen neuen Namen, ein neues Sein uns gibt, das uns alle miteinander verbindet, ist der Durchbruch, der jetzt geschieht, gerade in der Quantenhinsicht, in der Wissenschaft. Ich habe kürzlich eine Predigt darüber gehalten, wer OCG wird, bekommt die auch, da haben wir es dann gründlich noch erklärt. Ich versuche es jetzt nur so auf den Punkt zusammenzufassen. Die Erkenntnis ist mittlerweile 100 Jahre alt, also erste Wissenschaftler sind vor 100 Jahren durchgebrochen, ins Bewusstsein, dass die ganze Physik, alles was uns gelehrt wurde in den Schulen, dass das falsch ist, dass das Null und Nichts stimmt. Weil sie mal grundlegend erkannt haben, dass die Erde nicht eine Materie ist, sondern etwas ganz anderes, für das sie eben noch keine Begriffe haben, ganz anders funktioniert, als man es irgend für möglich hielte. Und Albert Einstein hat das erkannt, schon vor über 100 Jahren wurde diese Erkenntnis ans Licht gebracht. Und er hat den Rest seines Lebens verwendet, um das zu bekämpfen, um das nicht wahr sein zu lassen, was die Quantenerkenntnis sagt. Und ich nehme nur jetzt einen Aspekt daraus, um zu zeigen, um was es geht. Man könnte darüber eine Million Dinge sagen. Aber das Zentralste vielleicht der neuen Erkenntnis, des neuen Weltbildes, wie die Welt beschaffen ist, die neuesten Wissenschaftler, die es durchbrechen mit dem und das nicht mehr für sich behalten und einfach aussprechen, kostet es sie die Berufe und die Titel und alles, die bedeutet die neueste Erkenntnis, es ist alles eins. Das ist Wissenschaft jetzt. Ja. Und ich sage dir, alles eins meint, die tiefste Erkenntnis ist, dass du nichts voneinander trennen kannst. Weder den Menschen unter sich, noch die Tierwelt, noch die Physik, wie soll ich sagen, die Natur. Du kannst den ganzen Globus, den ganzen Kosmos, alles, was da ist, kannst du nicht voneinander trennen. Es hat eine unmittelbare Verwobenheit, eine organische Zusammengehörigkeit. Das sagt jetzt die Wissenschaft. Sie sagt, das wissen wir seit 100 Jahren, aber wir haben es immer nicht gesagt, weil es uns Titel und Rang und Namen und alles gekostet hätte. Jetzt können sie es nicht mehr verschweigen. Und das hat eine ganz eminent große Bedeutung. Und in der Bibel steht das schon seit Jahrtausenden. Die Bibel hat das schon immer gesagt. Manchmal frage ich mich, haben es darum die Wissenschaftler entdeckt, weil es schon immer in der Bibel stand und sie sind dem auch gründlicher nachgegangen. Aber das Wesentliche ist, dass was einer tut,
tut er nie für sich. Was einer tut, hat immer eine Auswirkung auf alle. Das ist in dieser Thematik, in diesem Aspekt, von dem wir gerade sprechen, hat es die größt denkbare Bedeutung. Alles, was ich tue, hängt mit dem Gesamten zusammen. Und alles, was ich nicht tue, hängt auch mit dem Gesamten zusammen. Ob ich Gutes tue, das Gesamte ist davon betroffen. Ob ich Schlechtes tue, das Gesamte ist davon betroffen. Die ganze Schöpfung ist davon betroffen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Und trennst du es, bleibt es trotzdem zusammen. Trennst du etwas physisch, was zusammengehört, es bleibt trotzdem in Verbindung. Und das hat insofern eine Riesenbedeutung, weil genau das ist gesagt über den Opfertod von Jesus. Und darum ist es wichtig, das Opfer Jesu einmal im Licht der Quantenrealität anzuschauen. Aber lasst uns jetzt mal Galater 3, Vers 28 lesen, wenn es nochmal heißt: Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. In kannst du aber mit infolge von Christus übersetzen. Ja. Wir Christen haben bisher immer gedacht, du musst an Jesus glauben, dann sind wir alle einer. Aber in heißt genauso infolge von Christus. Das heißt infolge von dem, was Jesus gemacht hat, dass er mit Versöhnung gekommen ist, dass Gott selber kommt und Versöhnung auslebt bis zum bitteren Ende, bis zu seinem eigenen Tod. Das hat er gemacht und das ist für alle von diesem Moment an eine Wirklichkeit geworden. Ob der daran glaubt oder nicht, das hat die ganze Menschheit betroffen. Also ihr alle seid einer infolge von Christus oder vermittels von Christus, könntest du sagen. Du könntest sogar so weit gehen, dass du sagst, weil durch das Jesus das ans Licht gebracht hat, kannst du jetzt darin leben. Ja? Er hat die Quantenphysik, wie sie heute gelehrt wird, hat er damals vor 2000 Jahren genauso den Aposteln gelehrt. 1. Korinther 12,12. Denn wie der Leib, also ein Körper, einer ist, Zahlwort, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Also der Christus, ich sage es nochmal, das ist nicht Jesus Christus gemeint, sondern das, die allumfängliche Gegenwart Gottes, die wirksame Gegenwart Gottes, wo immer er wirkt, rund um den Erdkreis, sagen wir es mal so. Ja. 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, das lesen wir seit 2000 Jahren in der Bibel, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Siehst du, seit 2000 Jahren. Aber der Fundamentalfehler, der passiert ist, wir Christen haben das für uns reserviert. So wie wir den Namen Jesu für uns reserviert haben. Wir haben nicht begriffen, dass wenn etwas geschieht, es immer für alle ist. Dass nie Einzelne das für sich beanspruchen können. Das ist dieses Patentwesen, wie soll ich mal sagen, dazu neigen wir Menschen, etwas zu patentieren, etwas uns anzueignen, was nur mir gehört, dem anderen nicht. Du kannst nicht eines tun unter dem Himmel, was nicht für alle geschieht, nicht für alle gilt, was nicht für alle eine Auswirkung hat. Nur der eine eben hat eine größere, der andere eine kleinere Auswirkung. Und ich sage, wenn eben Gott selber Mensch wird, selber da runtersteigt, um das zu offenbaren, wie es läuft, darüber dann im dritten Teil noch mehr, ja, wenn Gott selber da runterkommt und so eine Versöhnungstat tut, und zwar, dass er kommt und sich all dieses unmögliche Unrecht antun lässt und sein Leben dafür gibt, keinen Ohrfeigt, keinen irgendwie verletzt, keinen irgendwie Rache übt, sondern einfach die Versöhnung auslebt bis zum Tod, dass er eher bereit ist zu sterben, als irgendeinem Menschen etwas Übles anzutun, aus Retterliebe, ja, das hat er getan. Und damit hat er eine Tür aufgestoßen, die kannst du nie wieder zuschließen. Das ist eine Wirklichkeit, die heute wissenschaftlich bewiesen werden kann, dass das eine Auswirkung hat. Ja? Und wenn natürlich der Bünzli von irgendwo irgendwas Kleines macht, hat das gewiss nicht dieselben Auswirkungen, wie wenn eben Gott etwas tut für uns. Ja? Und da geht es nicht darum, wenn du etwas tust, ob der andere damit einverstanden ist, ob er es glaubt oder nicht. Wenn jeder das, was er tut, ins gesamte Netz reinlegt,
dann ist es da. Viel oder wenig. Und was noch wichtiger ist, oder gleich wichtig in der Quantenerkenntnis heute ist, das Ganze ist raum- und zeitlos. Also was ich heute tue, hat nicht nur auf die eine Seite eine Bedeutung, es hat auch eine gesamtheitliche Bedeutung. Es übersteigt alle Raum- und Zeitmöglichkeiten. Also man kann so weit gehen, dass selbst die Vergangenheit davon betroffen ist. Das passt jetzt nicht in unseren Ratio rein. Du kannst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Wirklichkeit gar nicht trennen. Und das sind ungemeine Dinge, aber dadurch kann man auch etwas ändern. Dadurch kann man das Geschick der Welt überhaupt erst ändern. Aber das ginge zu tief, das alles im Einzelnen zu erklären. Ja. Aber das Opfer Jesu wollte ans Licht bringen, schon immer trug Gott unsere Verfehlungen. Versteht ihr das? Gott hat unsere Verfehlung nicht erst getragen, seit Jesus am Kreuz verblutet ist. Dort wurde es nur offenbar, dass es so ist. Weil du kannst nichts tun, was du nicht Gott antust. Weil du bist in Gott. Er ist die Grundsubstanz, das elementare Wort von allem. Er ist die Grundlage von allem. Gott lebt in jedem Atom, in jedem Molekül, in jeder Quante, wenn du so willst. Gott ist das Ereignis, das uns ausmacht. Du kannst nichts denken, ohne dass er das mitdenkt. Du kannst nichts fühlen, ohne dass er es mitfühlt. Du kannst nichts sagen, ohne dass es mithört oder miterlebt. Man kann sich vor Gott gar nicht verstecken, es gibt nur ihn. Also schon immer alles Übel, was wir getan haben, einander getan haben, haben wir immer schon ihm getan. Darum sagt Jesus, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Schon immer war Gott der Leidende, wenn wir Unrecht getan haben. Jedes böse Wort, jeder böse Gedanke, jedes böse Empfinden, jede Verklagung, jeder Mord, jeder Verlust, jede Krankheit, er hat es schon immer mitgelitten. Nicht erst seit Jesus am Kreuz verblutet ist. Versteht ihr das? Aber irgendwann wollte er, dass wir begreifen, dass das so ist. Und ich sage dir, wenn Gott nur ein Knall ist, ein Urknall im Universum, dann brauchst du über solche Dinge freilich nicht nachdenken. Aber ich wünsche mir, dass jeder hier drin begreift, Gott ist nicht ein Knall im Universum, er ist nicht ein neutrisches Irgendwas, dem das alles egal ist. Der uns Ohren gemacht hat, hört. Der uns Augen gemacht hat, sieht. Der uns einen Mund gegeben hat, der spricht. Der uns Gefühl und Herz gegeben hat, er fühlt. Mein Gott, was haben wir ihm angetan? Verstehst du das? Was haben wir ihm angetan? Und dann gibt es diese christliche Erfahrung unter dem Kreuz. Jetzt hängt er da, jetzt blutet er da. Oh, mein Heiland, er blutet für mich. Und sind in der Lage, das auf dieses eine Ereignis zu beschränken, wo ihm hier die Nägel reingetrieben wurden. Soll ich dir mal was sagen? Das war gerade noch das Mindeste, was wir ihm angetan haben. Es ist alles untrennbar, alles miteinander eins. Das war gerade das Mindeste, was wir ihm angetan haben. Da wurde es nur offenbar, er trägt unsere Sünden. Und er trägt sie nicht erst seit Golgatha, seit Jesus am Kreuz verblutet ist. Er trägt sie von Anbeginn der Zeit. So war Adam und Eva in dieser Geschichte, dieses Fell umbindet, um ihnen klarzumachen, du tötest. Sünde kostet immer Leben. Jemand muss es immer zahlen. Da ist ein Teufel, der fordert das Blut. Ein Rechtsstreit, der fordert das Blut. Aber wer bezahlt denn? Papa kann zahlen, ja? Der Papa zahlt. Versteht ihr das? Von Anbeginn an, jede Sünde, die wir getan haben, haben wir ihm getan. Nicht nur das, was er am Kreuz gelitten hat. Jede Sünde von der ersten Stunde, der ersten Sekunde der Menschheit an. Bis zum letzten Atemzug der Menschheit ist alles, was wir Übles tun, bezahlt er, tun wir ihm an, leidet er dafür. Verstehen wir? Ich liebe Gott. Ich möchte ihm nicht weiter Schmerzen zufügen. Versteht ihr das? Und wenn ich dir Schmerzen zufüge, irgendeinem Menschen, tue ich es ihm an direkt. Das ist eins, ist eine Quantenrealität.
Du kannst Gott nicht trennen von uns. Du kannst uns untereinander nicht trennen. Du kannst gerade so gut einen Hammer nehmen, dir auf die Zehe schlagen damit, dass du merkst, wie unsinnig es ist, gegen Menschen zu sein. Es ist dasselbe. Du solltest dich selber nicht quälen, du solltest dir selber nichts Übles antun, weil du ja nur selber darunter leidest. Ich wünsche mir so, dass wir das verstehen. Schon immer ließ er sich schlagen. Schon immer war er eher bereit, für uns zu sterben, als uns was Übles zu tun. Schon immer war er Retter. Schon immer war er dem Wesen nach Jesus, Immanuel. Schon immer war er der Ich Bin. Sie ist nicht erst mit Jesus in die Welt gekommen. Aber Jesus hat diese Wirklichkeit ans Licht gebracht. Ich möchte mal sagen, mit dem innigsten Wunsch. Wie sagen es die Apostel? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist so menschlich, weißt du? Das Wort heißt, lasst euch, verändert euch, hört auf, mir weh zu tun. Hört auf, mir Nägel täglich durch die Hände, durch die Füße zu treiben. Durch das, was ihr einander antut, durch das, was ihr euch selber antut, durch das, was ihr den Tieren antut, durch das, was ihr der Umwelt antut, nimm, was du willst, nenne irgendwas. Die ganze Schöpfung ist eins, untrennbar. Aber das Wunderbare ist, durch das, was er getan hat, hat er die Tür aufgeschlossen und hat die Fähigkeit ins Netz gelegt. Ich rede jetzt mal in dieser Sprache, etwas technisch. Das Ganze, die Matrix ist wie ein Netz, oder? Wo wir alle mit drin angeschlossen sind. Dadurch, dass er gekommen ist und in seiner Gotteskraft gestorben ist und den Tod überwunden hat und auferstanden ist, liegt das seit dieser Stunde nehmbar für dich im Netz und mich im Netz. Jeder kann jetzt diesen Weg gehen, weil er es ins Netz gelegt hat, weil es quantenphysisch automatisch allgemein gut wurde. Das nennt die Schrift die Deduktion des Herrn. Das, was im Großen ist, ist im Kleinen, das, was im Kleinen ist, ist im Großen. Was er getan hat, diese Kraft zu sterben, diese Kraft zu auferstehen, ist deine Kraft zu sterben, deine Kraft zu auferstehen. So du es kapierst. Und da ist der Teufel schlau. Er will nur eines nicht, dass du kapierst, dass du diese Macht hast, dass du das gleiche Wesen hast, dass du das Wesen Gottes hast, weil du in Gott lebst. Darüber aber mehr dann wieder im dritten Teil. Aber ich möchte dir jetzt einen Fund präsentieren. Viele kennen das schon. 1945 wurden Papyrus-Handschriften in Nag Hammadi, in Oberägypten gefunden, ausgegraben. So sehen die aus, sind die Originalfotos. Das ist ein Schriftstück, 1945, ja. Also da hast du Original-Logias, also Worte, Aussprüche von Jesus drauf, die er damals den Jüngern gelehrt hat. Und die haben wir nicht in den Bibeln gehabt bis jetzt, aber die gehen in vieler Hinsicht gehen die so tief, die zeigen diese Dinge. Jesus sagte, ich bin das All. Es ist das All aus mir hervorgegangen und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Es geht dann noch weiter, aber nur mal, um das zu zeigen. Das ist die Wirklichkeit, wie er sie uns geoffenbart hat. Er ist das All und du kannst nicht einen Stein entzwei hauen oder nur hochheben, ohne dass er da ist. Du kannst kein Stück Holz spalten, ohne dass du ihm begegnest. Darin, er ist in allem drin. Also das ist die Gesetzmäßigkeit. Alles ist miteinander verbunden. Was einer tut, hinterlässt er im Feld. Man kann es aber auch so interpretieren, ähnlich wie jetzt die Entdecker in dem Sinne der Quantenphysik, der Quantenmechanik. Wir haben Jahrtausende gelebt ohne diese Entdeckungen. Wir haben alle möglichen Dinge in unseren Kopf gelassen. Jetzt stoßen die durch wirklich erwiesene Tests und alles Mögliche, stoßen sie darauf. Und in diesem Moment, wo das aufbricht, wo die Konsequenzen daraus sichtbar werden, wo man damit zu arbeiten beginnt, ist eine neue Zeitrechnung da, ja. Das kannst du nicht mehr aus der Welt schaffen, so wie die Computertechnik. Man hat ja Tausende ohne Computertechnik gelebt. Irgendeiner hat hier einen Durchbruch geschafft. Christian hat heute davon geredet, oder? Wenn der mal da ist, ist er da. Den kannst du nicht mehr wegdenken. Das hat einer ins Netz gelegt, wurde entdeckt und macht zuck, 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 haben es alle. Du kannst das nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Du kannst den elektrischen Strom nicht mehr zurückdrehen und verschiedenes andere. Das kannst du auch so verstehen. Er hat das ans Licht gebracht.
dass du mit Gott vereint bist, dass alles, was Gott ist, ein Teil von dir ist und dass du ein Teil Gottes bist. Das kannst du nicht mehr zurückdrehen, dieses Rad. Ja? Und das hat unglaubliche Konsequenzen. Wenn er das All ist und du bestehst aus ihm substanziell, hast du ein und dieselben Möglichkeiten wie er. Das ist die Konsequenz, die du daraus ableiten sollst, die wir daraus ableiten sollen. Jede erdenkliche Kraft und Fähigkeit und Tugend und Möglichkeit, die er hat, ist deine. Und das sagt er nicht zu uns Christen, das sagt er noch nicht mal, das ist so. Ich bin. Das ist so für alle Menschen. Aber wenn du es nicht verstehst, ja, Elektrizität, Christian hat es so schön erklärt, nützt dir alles Wissen nicht, wenn du es nicht baust. Ja? Du musst die Maschine bauen, du musst es anwenden, sonst nützt dir das nichts. Ja? 2. Korinther 5,14 zeigt, wie die Kräfte wirken. Ich habe das gleich mal aus dem Griechischen neu übersetzt. Ich bin bei der interlinearen Vollanalyse noch nicht bei 2. Korinther soweit, aber ich habe das schon mal ein klein bisschen vorweg übersetzt, weil im Urtext, im Griechischen findest du alles, ist alles radikal da, was wir nie gewusst haben, was aber jetzt ans Licht kommt. Ja. Da heißt es, im ursprünglichen Text heißt es, denn die Liebe Christi, des Christus drängt uns. Und so sind wir zum Urteil gekommen. So klingt dieser Text bislang im Deutschen. Und das stimmt, dass die Liebe Christi drängt. Aber ich übersetze dir mal das Synecho, wie es im Griechischen heißt, etwas tiefer, damit du merkst, was er da ins Netz reingelegt hat mit seinem Sterben und Auferstehen. Es heißt wirklich, denn die Liebe des Christus hält uns zusammen oder schließt uns zusammen, ordnet uns gesamthaft, heißt das. Die Liebe des Christus ordnet uns gesamthaft, sie vereinigt uns, sie bindet uns zusammen, das ist der Inbegriff. Die Tiefe von Synecho, ja. Also sie drückt nicht nur, sie zieht uns zusammen, sie macht uns zu einer Wirklichkeit. Und dann ist der nächste Teil des Satzes bezieht sich auf das, was Jesus gemacht hat, nicht was die Apostel schlussfolgern. Wir urteilen daraus, wie es im Deutschen heißt, sondern diesen Prozess vollzogen habend, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Eben hier wäre es schon in unserer Bibelschule ein nächster Tag fällig, um das in der Tiefe zu bearbeiten. Das ist das, was ich dir sagte. Es sind alles Dinge, die wir wissen müssen, wenn wir da reinkommen möchten, aber ich kann sie nur am Rande behandeln. Ich möchte nur, dass du weißt, da steht was komplett anderes. Also Christus, seit er das vollbracht hat, ist eine Kraft für uns bewusst geworden, ins Bewusstsein gekommen oder soll in unser Bewusstsein kommen. Durch diese Tat so sollen wir spüren, dass diese Energie Gottes, diese neue Weseneinheit oder dieses neue Werk, das er tut, diese neue Wirksamkeit, dass es seine Liebe ist, die uns drängt und sieht, das geschieht. Überall, wo ich hinkomme, drängt uns die Liebe zusammen. Sie ordnet uns gesamthaft. So ist es zu übersetzen. Sie vereinigt uns, sie bindet uns zusammen über alle Schranken von Religion und Physik oder Wissenschaft und hinweg. Über alle Schranken hinweg diesen Prozess vollzogen haben, weil er das gemacht hat, ist einer für alle gestorben, sind somit alle gestorben. Auch das überträgt sich auf uns. Sein Tod wird uns angerechnet. Seine Fähigkeit zu sterben wird uns angerechnet. Seine Fähigkeit aufzuerstehen wird uns angerechnet. Oder noch vorher, und das kennen wir aus der christlichen Verkündigung, aus der traditionellen, weil wir alle gestorben sind, weil er den Tod, den gerechten Tod gelitten hat, weil er tatsächlich schon seit je alle Sünden getragen hat, seit Adam, oder? Weil er tatsächlich die Sünden aller abkriegt, sind wir mitgestorben, das heißt, ist das Urteil für uns gefällt, wir sind gerecht worden, Satan ist zufriedengestellt, ich sage es jetzt mal mit etwas billigen Worten, der Satan ist ein Rechtsstreiter, der fordert für jedes Unrecht die gerechte Strafe, ja, obwohl er am meisten Unrecht tut. Aber wir sind gerecht worden dadurch, es ist vergolten worden, wir sind dem Teufel entrissen worden durch diese Tat. Aber wenn du es nicht so annehmen kannst und das als dein Erbgut anschaust, geht es an dir vorbei.
Es ist zwar da, nehmbar, wie der elektrische Strom. Du könntest damit eine Maschine bauen, wenn du so willst, im übertragenen Sinn. Aber du tust es nicht, weil du nicht darum weißt. Und das ist der große Kampf, den der Teufel hier unten kämpft, dass er es verhindert. Und wenn er es nicht verhindern kann, wenn es die Christen dann doch am Anfang deutlich genommen haben, dann isoliert er es wenigstens von allen anderen Menschen, oder? Dann ist es patentiert, reserviert für die Christen, oder? Aber ich sage dir, das, was Jesus gestorben ist, ist es für das All gestorben. So heißt es wörtlich im Urtext. Für das All. Also für jeden Käfer, für jeden Baum, für alles, was leidet in dieser Schöpfung. Weil alles leidet mit. Dazu kommen wir dann in späteren Schriftstellen. Könnt ihr mir folgen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Grunderkenntnis. Es hat mit dem Werden, was jetzt geschieht hier unten, unheimlich viel zu tun. Ich möchte, dass die Menschen wegkommen von diesem Streit, ja, das ist christlich, das ist christlich. Nein, das war schon immer für alle. Jesus hat es nie christianisiert. Er hat nie gewollt, dass nur seine Jünger das einpacken. Er wollte, dass es die ganze Welt weiß. Ja? Und die Leute sind hingegangen, haben einen Kult in die ganze Welt rausgetragen, eine Religion gegründet, ja? Und sind ihm durchgebrannt. Das sind die falschen Lehrer, die Hirten, die Teufel, Teufelsdiener, Satans Diener sind gekommen und haben das umgebeugt, weil sie merkten, es naht unsere Stunde, ja, jetzt kommt die Abrechnung, haben sie das durcheinander gebracht. Jesus wollte von allem Anfang an, dass wir der Welt verkündigen, du kannst jetzt in Gottes Natur eingehen, Gott wohnt in dir, ich habe das geoffenbart, es ist offenbar geworden. So war es schon immer. Nur am Kreuz hat er das sichtbar gemacht. Und mit dem, was nachher geschehen ist, mit dem Geist, der gekommen ist in die Menschen, hat er es sichtbar gemacht, aber es war für alle bestimmt. Alle können das, ja. Wenn sie wesensmäßig auf das eingehen, worüber ich dann im dritten Teil vor allem spreche. Ja? Aber ich schließe jetzt langsam, ich lande jetzt diesen Teil, wir gehen nachher wieder eine schöne Pause machen, dass wir wieder fit sind. Mögt ihr? Ja. 2. Korinther 5, 17, daher, so jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Eben, das in Christus, wirfst du jetzt mal das christliche Verständnis davon weg. Wenn jemand in Christus ist, meint das, wenn jemand mit dieser Wirksamkeit Gottes, die weltweit alles umspannt, die weltweit alles pulsiert, durchpulst, wenn du diese Quantenwirklichkeit, wenn du sie gelten lässt für dich, ich sage jetzt mal ganz losgelöst von diesen Floskeln und theologischen Bekenntnissen und Gebeten und Formen und Traditionen, wenn du es einfach gelten lässt, der eine Gott, der alle Menschen gemacht hat, der alle Menschen liebt, der für alle Menschen leidet, du hast Zugang in ihm, du darfst wieder zurückkommen, du bist eine neue Schöpfung, du hast die Möglichkeit, Gottes Möglichkeiten auszuleben, sagt das. 1. Korinther 7, 19. Und da fasst es zusammen, eigentlich war immer schon alles gesagt, aber eben religiös durcheinandergebracht. Die Feststellung unter den Juden damals, es war eine schlimme für sie, wer halt so technisch denkt, hat ein Problem damit. Aber Paulus fasst es so zusammen, 1. Korinther 7, 19. Die Beschnittenheit, nicht eines bewegt sie fort, so ist es zu übersetzen aus dem Griechischen. Sie nützt nichts, sagen wir. Aber wörtlich heißt es, die Beschnittenheit, sie hat nicht eines fortbewegt. Das ist die Entwicklung, Gott möchte etwas entwickeln, fortbewegen. Die Unbeschnittenheit, nicht eines bewegt sie fort. Also all diese religiösen Dinge, die wir da praktiziert haben, nützen nichts, bewegt nichts fort. Wohl aber die Befolgung der Inentstehungen Gottes. Im Deutschen haben wir übersetzt, Befolgung der Gebote Gottes. Da sind wir voll kleben geblieben in unseren menschengemachten religiösen Übungen, das Befolgen der Gebote Gottes, hier steht doch geschrieben, du machst das nicht, verstehst du? Nein, entelo, was Gebote im Griechischen heißt, das zusammengesetzt aus en und telo, das bedeutet die Innenstehungen Gottes. Nichts bringt etwas als die Innenstehungen Gottes in uns abzupassen und mit ihnen mitzugehen oder die Inaufgehungen Gottes abzupassen, mit den Kräften Gottes mitzugehen. Nichts bewegt sich fort, außer wenn wir mit den Invollendungen Gottes, die in uns entstehen, mitgehen, mitfließen, mitleben. Das hat mit Vollkommenheit zu Vollkommenheit gelangen. Sehr, sehr viel zu tun. Ich schließe diesen Teil noch mit Johannes 3, Vers 3 und 7.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem, haben wir übersetzt im Deutschen, geboren wurde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wörtlich heißt es dort im Griechischen anothen, das heißt, es sei denn, dass jemand von oben her oder vom ersten Ursprung her gezeugt werde, so wie er ist, kann er nicht die Königsherrschaft Gottes sehen oder gewahren. Königsherrschaft Gottes ist eine Wirksamkeit, eine Matrix, etwas, was in der Luft liegt, etwas, das sich bewegt, das in Kraft an uns ergeht. Ja. Darum sagt nachher Jesus: Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben her, vom ersten Ursprung her, geboren werden, gezeugt werden. Ja. Und was war der erste Ursprung? 1. Mose 1,26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserer Gleichheit. Da hinein müssen wir finden. Und darüber dann nach der Pause im dritten Teil. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserer Gleichheit. Demut bedeutet Gleichheit, nicht nur uns ähnlich, uns gleich, weil alles unzertrennbar ist.